Ich hatte euch ja bereits erzählt gehabt, dass ich eventuell früher ein bisschen zu oft feiern war und mir dann richtig komische Sachen passiert sind. Als ich noch 16 war, bin ich noch nicht in Clubs gegangen, sondern immer auf so Feiern, die nirgendwo stattfanden, auf irgendwelchen Feldern oder Wäldern. Also so ein bisschen Dorfparty-mäßig. Und ich glaube, das ist die Zeit kurz bevor ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin, aber wir waren schon in dieser Kennenlernphase. Das heißt, ich wäre auch niemals auf den Gedanken gekommen, mit irgendeinem Typen da was anzufangen. Müsst ihr vorstellen, da war meine komplette Stufe gefühlt, ein paar Leute unter, ein paar Leute drüber und aber auch die komplette Schule von unserer Nachbarschule. Und in dieser Nachbarschule ging immer so viel komisches Zeug ab. Ich check's bis heute nicht. Auf jeden Fall auch an diesem Abend habe ich eventuell ein bisschen zu viel getrunken, weil wie gesagt, ich kannte meine Grenzen noch nicht und ich war jung. Ich habe dann einen Typen von der Nachbarschule kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und von meiner Seite aus war das halt komplett rein freundschaftlich. Ne? Und ich wusste nicht, dass er da irgendwie mehr rein interpretiert. Weil ich war halt jung und naiv, deswegen habe ich nicht gecheckt, dass er was von mir wollte. Das einzige komische, was er gesagt hatte, war, oh mein Gott, ich fasse es nicht, dass ein Mädchen wie du mir Aufmerksamkeit gibt. Das Ding ist, ich sah halt nicht, wie er aussah, weil es dunkel war und es